Ich bin bei 100, bei der 110er bin ich dabei, ja. Bei wem hast du denn gewispert? Kein Problem. Okay. Achtung, Bombe machen Rakete. Lebano, links zweite Rakete. Pylon rechts, Rakete. Bei mir ist die Whisper, das Whispern grau hinterlegt. Aber rechts, Rakete. Wir werden dabei die Tasten. Bei mir geht's auch nicht, weil das ist irgendwie. Wir waren nur solo. Nee, bis dann kann ich nicht. Klappt jetzt auch nicht mehr. Ah, okay, kein Problem. Das sind gut, die schwarze Null. Mal gucken, wo ist. L4, weil hier steht noch SA, S0. Solo. Alles klar, sehe ich. Ich hab die Bombe verloren. Warum hast du Sicht auf die Bombe? Die ist Nein, hinter uns negativ. wahrscheinlich, oder? Auch nicht. Den Haufen, den kann man doch gar nicht verlieren. Ja, ja, doch. Stimmt eigentlich. Das gibt's ja gar nicht. Ich habe aber auch dieses Kontakt verloren. Seid ihr zu weit weg? Oder nicht nee, konzentriert? Wir waren ja direkt drüber. Ah, unter uns! Ja. Hallo. 4 Uhr unterhalb. Unterhalb? 4 ja, Uhr unterhalb. 7. Ich hab vor uns hoch zwei Kontakte. Mit das sind wir. Ich auch. Ach. Fuck. Ja, okay. Hast du gesehen? Ja. Oh. Super. Sekunde. Oder 10, das sieht gut aus, wundervoll. Die Bomber sind gleich bei Littlestone. Jeder, der den Kontakt verloren hat, fliegt Littlestone und dann geht es direkt weiter auf Hawking. Littlestone bloß eine Bombe runterschmeißen. Nee, gar keine. Littlestone ist schon kaputt.
Ah ne, Lymph war kaputt, gell? Also Little Stone ist kaputt. Lymph und Hawkenshot war angezeigt. Sollen wir alles schmeißen oder bloß eine? Erstmal eine. Wir heben uns dafür Hawkenshot auf. Genau. Höhe? Oh, 20. Pass auf, wenn es einer von uns sein sollte. Boah, nee, 109, was machst du für eine Scheiße, nochmal? Also vom Gefühl her müsste die Bombe noch längst gefallen sein. Ja, yes, ich sehe gar nichts. Ordentlicher Flugverkehr, ich sehe keine Anstiege. 85 geht stark über Rolf und Sturz. Achtung, aufpassen. Mit den da jetzt. Ich würde sagen, wir lösen uns den Wert manuell ab, oder? Bombe drehen über Rolf. Wenn der stürzt, dann macht es. Nee, ich bin schon bei Dover. Oh, der dreht hart um nach Rocky. Ja, wir bauen Hanseatic. Gas raus. Achtung, die Bomber haben über Rolf gedreht. Alle Jäger gehen jetzt bitte mit runter. Die Bomber gehen wirklich auf Null, sind jetzt über Dover Stadt und fliegen zurück nach Hawkins Flugfeld. Boah, haben die so lange angeflogen, du? Das ist eine Scheiße, ey, echt. Die wollen noch ein bisschen mehr Action, es war noch zu langweilig. Oh, versucht nicht die Führungsmaschinen zu überholen, das ist schwer, ich weiß, aber versucht dran zu bleiben. So. Die Jäger geht mal so auf vielleicht 30 oder so mit runter und wenn dann was kommt, dann sind wir schnell unten bei denen. Ja, Leppard, und du bleibst ja dran, gell, das ist schön, dann haben aber wir immer einen Fixpunkt. Der geht auf Folkestone, nicht auf Hawkins. Also ich drehe jetzt auf Hawkins, werf da die Bomben ab. Ich bin auf der linken Seite. Die drehen aber auf Hawkins gerade. Negativ. Morido. Speed Hurricane Pilot gekillt. Morido. Also 110er, wir setzen Angriff fort. Die Bock wollten uns nur hinführen. Unten steht übrigens eine Maschine am eher östlichen Ende. Stimmt, die hole ich mir. An die Gefallenen gibt es neue Befehle. Hawkins Stief seid ihr jetzt. Ja. Sind gerade Pauke. Okay. Ja, ich bin über Folkestone auf Halo 30. Ich werde mal hier Höhenschutz geben. Los! Und los! Jawoll, Horido. Direkt über dieser raus. Horido, Gonnel. Horido. Direkt Feinde am Platz aufpassen. Feindmaschine von in der Luft am Platz, ich würde drauf. Hallo, etwa 5. Das ist eine 88, die Hawkins auch bombardiert, auf Hallo 40, die hat ja, habe ich gerade passiert. Ich gehe aber runter auf die Hurry, ist es, glaube ich. Und der 10er, wir machen direkt Kurs Finchpoint. Kühler auf die Hälfte zu, Vollgas. Also schnell es geht. Gelb 1, bei Feldmaschinen, bei Hawking. Ich gehe auf die in der Lisa, in der 109, in der 110 in der Lisa dran. Victor, berühre. Horido. Ah ja, Palk. Weiteres Spitfire. Über Hawking stürzt gerade auf einem Speed am Deck an. Victor. 109er, zieht euch raus, bitte. Die Bomber sind schon raus mittlerweile, die sind gleich von nassen Fußes. Also bleibt. Nehmt Kontakt mit den Bombern auf, haltet euch nicht zu lange bei Hawkins auf, bitte. 110er sehe ich nicht. Ja, aber die sind selber voll, die Einzelnen. Ah, okay. Ja, ich ziehe mich jetzt auch Richtung Süden raus. Keine Höhe mehr machen oder so großartig, wir hauen jetzt schnell ab. Ja, das war jetzt verlockend, ne? Ja, sorry, musste ich. Ja. Und da landet eine 110 auf Hawkins? Ja, habe ich auch gerade gesehen. Ey, die folgen sich mal, wir sind frei, wir können steigen. 110er, wir steigen. Kühler auf.
Die 109. Die 109 mit Wasserschaden, vielleicht noch 20 Grad nach links. Du ziehst eher auf Boulogne statt auf French Point. French Point ist näher. Du siehst die Klippen auf der, ja, 11 Uhr wahrscheinlich. Das ist French Point. Der 10er, wir rollen dann über Rolf ab. Rollt durch auf der Piste und dann nach Rolf. Zweifel, dass das Maschine bis dahin schafft. Öldichtung, Scheibe füllt sich mit Öl. Da machst du den Propeller ein. Ah. Du jetzt runter, die Kühler ganz zu. Und, das könnte arschknapp werden, hey. Und sinkst mit 200 km/h bis 210 km/h. Also weißt ja, gell. Aber das da. Und zerfüllen trimmen die Maschine. Ja, ja, ist ungefähr, ja, ist ungefähr 2 Kilometer vor der Küste, aber halt auch nur irgendwie 500 Meter hoch. Ach, fuck, ja. Ja, bei sowas, wenn du Wasser hast, immer steigen, einen leichten Steigwinkel, dann wärst du jetzt auf 1500 und das würde lang. Am besten jetzt mit 200 km/h gleiten. Bin dabei. Glitschi raus. Viel Erfolg. Ja.